Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lesen wir in 1. Samuel 15, den Vers 22. Doch Samuel erwiderte Saul: Was denkst du? Worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines: Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Gehorsam ist besser, als irgendein Opfer bringen. Ja, es war so im Alten Testament. Wenn sie gesündigt haben, dann haben sie ein Opfer gebracht. Es musste ein Tierchen sein, eine Taube oder ein Schaf oder noch was. Und es musste dann vor Gott gebracht werden. Ja. Oder sie mussten Kriege führen. Und wenn sie Kriege geführt haben, dann mussten alle die Feinde vernichtet werden. Ja, so war es halt. Heute leben wir im Neuen Testament. Wir müssen keine Kriege führen. Wir müssen niemanden vernichten. Geschweige denn, müssen keine Opfer bringen, weil Jesus hat für uns das Opfer gebracht, sich selber. Und jeder, der an ihn glaubt und kommt und sagt, Herr, vergib mir, dann vergibt er, weil er hat für uns gesühnt jede Sünde, weil er selber gestorben ist. Keine Tiere mehr. Aber was müssen wir heute, wenn das Alte Testament ist so ein Schattenbild auf das Neue, wenn es im Alten Bund geschrieben war, etwas bedeutet es auch in unserem Leben. Wir sollen auch jetzt Gott gehorsam sein, wenn er uns etwas klar macht. Wenn er uns sagt, wir sollen frei werden von etwas, was uns gefangen nimmt. Denn er sagt auch in seinem Wort durch Apostel Paulus in 1. Korinther 6, Vers 12, sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nicht gefangen nehmen. Er sagt hier, es soll uns nichts gefangen nehmen, darf nicht. Wenn etwas mich gefangen nimmt, dann merke ich, ich kann nicht frei sein. Und dann muss es total weggetan werden und vernichtet. Zum Beispiel, es sind so verschiedene Eigenschaften, die in uns sind. Die sind manchmal angeborene Sachen. Zum Beispiel, jemand ist sehr neidisch, ja. Oder jemand ist sehr geizig und er hat so wenig, was dem Herrn geben. Er sagt, ich bin sparsam. Aber letztendlich, wenn es geht, wirklich jemand eine Hilfe tun, dann kann er es nicht so richtig machen, weil er gefangen ist vom Geiz. Oder wenn jemand von der Beleidigung, er immer wieder, wenn er sieht eine Person und sagt ein Wort nicht so, dann ist er beleidigt. Oder andere Eigenschaften, die uns wirklich stören, so wie Eifersucht, so wie diese Grimm, diese Jätsern und so Sachen, und die müssen weggetan. Wenn sie uns beherrschen und wir in dem Moment nichts tun können und diese Jätsern oder etwas und so, angreift, dann müssen wir dagegen sein. Und wir wissen auch, wie Apostel Paulus sagt es in Epheser 6, im Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehen an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Er sagt, wir haben zu tun mit Geistern. Und diese Geister hier, manchmal greifen sie uns an, aber oft geht es über unser Fleisch, über unsere Wünsche. Ich will das haben, ich will jenes haben, oder ich ärgere mich so, oder ich bin jetzt geizig, neidisch und so. Wie soll ich da vorgehen? Da habe ich zu kämpfen. Und wenn es Gott nicht wohlgefällig ist, dann muss es völlig auch ausgerottet werden. Ich denke jetzt an jemand, war auch ein Christ und hat sich so erlaubt, mal so mit Spielautomaten spielen. Und immer mehr wurde da reingezogen. Irgendwann konnte er gar nicht vorbeigehen. Wenn er nur Geld hatte in der Tasche, ist er rein und hat so lange gespielt, bis er alles verspielt hat. Und zuletzt nahm er noch bei jemand anderes Geld ausgeliehen, das hat er auch verspielt und er konnte nicht frei werden. Aber Jesus sagt in seinem Wort, es darf von nichts gefangen nehmen. Wenn dich etwas so gefangen nimmt, es muss weg aus dem Leben. Es muss total vernichtet werden. Und das kann ich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Oder auch diese Eigenschaften, die ich erwähnt habe. Wenn ich wirklich also so gebunden bin, dass ich so schwer mir fällt, jemand zu helfen, obwohl ich könnte helfen, aber ich bin so sparsam, ich kann es nicht so, dann musste es etwas vernichtet werden, diese Eigenschaften nicht freigebig werden. Denn der da freigebig ist und es fröhlich gibt, an dem freut sich der Herr. Ich denke immer wieder an einen Bruder, der mich getauft hat und der war für mich so ein Vorbild.
Und er erzählte mir mal, wie er so von der Beleidigung gefangen war. Sagt er, du kannst es gar nicht vorstellen, wie mich die Beleidigung gepackt hat. Ich musste dann denken, Tag und Nacht über das, was der eine gesagt und getan hat. Dann habe ich den Herrn gebetet. Herr, vernichte du ihn mir, du kannst nicht durch deinen Heiligen Geist, dass ich nicht mehr mich so beleidige. Und der Herr hat ihn so befreit, sagt, ich bin jetzt total frei. Das ist so was Besonderes, wenn wir frei werden. Und ich habe dann gedacht, dieser Bruder kann doch sich gar nicht mehr beleidigen, weil Gott ihn so befreit hat. Wenn Jesus sagt, Gehorsam ist besser denn Opfer, ja, er sagt es im Alten Testament, aber es war trotzdem Jesus und der Heilige Geist, dann sollen wir gehorsam sein seiner Stimme. Und wenn er uns klärt, ich darf es nicht tun, dann soll ich das auch nicht tun. Ich soll auch die Wünsche in mir total vernichten. Ich will es nicht mehr. Und wenn ich das auch nicht will, wird der Herr mir auch helfen. Und ich komme auch Sieger aus diesem Kampf hervor. Ich wünsche euch einen schönen Tag.